Morgen. Morgen. Wir gehen zum Doktor. Wieder mal. Und der kleine Wonneproppen wird gewickelt. Gewickelt. Hallo. Kuckuck. Kinder haben so einen riesen Kopf. Ja, ne? Mag sie gar nicht anziehen gerade. Ah ja, gut. Hin zum Doktor. Gut, okay. Immer los. Arbeiterin. Nutten? Nurten. Nur 10? Nur 10 Obi-Mitarbeiter? Nur 10. Nur 10. Okay, auf geht's. Obi, hey Obi. Obi, hey Obi. Nimmst du Rucksack oder ohne? Nimmst du Rucksack oder Obi? Ich nehme ohne. Gut. Erstmal nehme ich Maske. Oh Mann, bis später. Ja, hat sich ja jetzt auch dieses Geschäftskonzept Blind Date hat sich ja auch verabschiedet, wa? Ist ja quasi immer ein Blind Date, bis du die Maske absetzt. Also, meine, wie ist denn das überhaupt? Wie lernt man sich denn kennen? Wie soll denn das funktionieren? Guck mal, der Alte hier. Der lebt noch. Sie das ohnehin träumen lassen. Damals schon mit seiner Familie am Weltkrieg gelitten, im Hunger groß geworden. Und jetzt so ein Scheiß noch hinterher. Bombe drauf.
auch nichts anderes mehr. Also quasi genau wie gestern Mai, wir sind dabei. Da bin ich aber sehr gespannt, was mit dem 1. Mai ist. Ich kann nicht gesellschaftlich sein, ne? Alle Leute bleiben zu Hause. Ja, oder das ist eben eine Demo und keiner geht hin. Das wäre da auch mal was. Das darf keine Demo sein. Ja, aber das ist denen ja egal. Darf, dürfen. Lass die doch eine Demo machen. Aber stell dir vor, keiner guckt zu und keiner ist dabei, keiner geht hin. Dann demonstrieren sie halt da. Aber keiner sieht's. Nicht mal die Polizei ist da. Also das ist ja der Fakt, die sind ja da. Aber wenn so eine getreu dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Was ist denn? Ausfall. Chilamon. Ja, sie freut sich wieder. Oh, guck. Du, kleiner Stinker. Du Stinky Pinky. Na dann, ab nach Hause. Hm? Jetzt wird's frisch. Ich hab Brot holen. Hm? Tada. Tada. Brötchen. Frühstück. Mom. Was? Was machst du? Will ich deine Haare im Besteck haben? Mama darf nicht auf mein Bett essen, weil wir wollen jetzt Film gucken. Na, ihr guckt die ganze Zeit Film. Gestern Film, heute Film. Okay, ich habe hier ein Armband an der Uhr, das muss ich umtauschen. Ein Armband. Warum musst du das umtauschen? Was mir nicht gefällt, was nicht original ist. Passt halt nicht zur Uhr. Das ist eine Omega-Uhr und da ist so eine Schließe dran, die tausche ich um. Die Schließe. Da ist der andere. Ich hoffe, ich jetzt bald wieder besser. Ja, gerade geht es mir gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Das ist hier alles total farbig. Oh, Drogen. Mama. Ja. Mama, du machst mir rot. Blaustichig. Du kannst dir doch eine Brille kaufen. Omega-Schließe. Du kommst sehr gut mit dem Messer zurecht, Mama. Ja, ein Stress bei Milch am Hut. Das ist ja nett von dir. Nein. Ah, schön kopiert. Okay. Ja, wie es aussieht, bin ich bei eBay betrogen worden. War jetzt gerade festgestellt. Irgendein Verkäufer, der jetzt auf einmal nicht mehr angemeldet ist bei eBay und die Ware nicht rausschickt. Aber allerdings habe ich mit PayPal bezahlt, müsste eigentlich kein Problem sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie eBay darauf reagiert. Das war ja nicht unerheblich Geld. 1600 Euro im Monat. Und jetzt bin ich mal gespannt. Bisher hat es immer geklappt. Toi. Ja, auch bei größeren Beträgen und so. Einmal hatte ich schon mal einen Betrüger, aber da bin ich persönlich dann vorbeigefahren und habe dann vor Ort den Betrug sozusagen aufgedeckt. Aber jetzt
diesmal war es schwierig. Jetzt bin ich gespannt, ob PayPal auch wirklich oder eBay zu seinem Käuferschutz steht. Damit müssten sie eigentlich. Also das anders kann ich, geht nicht anders. Ich habe mich ja vorher extra nochmal überlesen, mit denen, bevor ich überwiesen habe, mit dem Käuferschutz, wie das funktioniert. Und der Kauf ist völlig abgesichert, ist alles cool, alles toll. Und dann habe ich erst überwiesen. Dann bin ich zur Bank gegangen, habe eingezahlt und habe das erst sozusagen, also via PayPal dann überwiesen. Und jetzt 2-3 Tage später ist er nicht mehr auf eBay angemeldet. So ist es. Jetzt warte ich auf den Rückruf von eBay. Bin sehr gespannt. Aber ist das ärgerlich. Ist das trotzdem. So, ich fange an. Schneide. Das ist gut. Also, ich bin halt alleine, Anouk. Mit anderen Worten, du kannst kommen. Aber draußen rum, draußen sein, sozusagen, das geht nicht. Also draußen. Wir müssen dann im Laden sein, ja? Was war denn das jetzt? Ja, aber ihr müsst jetzt kurz hier bleiben. Ich muss erstmal in die Apotheke. Nee, ihr bleibt jetzt erstmal hier. Ihr müsst ja noch arbeiten machen. Das ist ganz wichtig. Dann bekommt ihr auch. Anouk, bring bitte dein Tuch mit. So, so, der erste Auftrag ist Kette spannen draußen, aber das kostet nichts. Macht man ja so. Da ist ja Granis mit dabei. Kundenbetreuung. 1, 2, 3. Alright. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, ich werde oben mal die Räder ordnen erstmal. Die ganzen Mieträder oben so ein bisschen schick machen und dann Verkaufsräder rausstellen. Zum Beispiel wie dieses hier, das habe ich gestern gekauft. Schaut mal. Ein schönes altes Diamant. Licht hinten funktioniert, Licht vorne nicht, da ist das Kabel nicht dran. Mit dem Sportlenker hier, diese Sportlenker-Version, Darmrad. Also ein älteres Diamant, nicht ganz alt. Sattel noch völlig in Ordnung, nicht eingerissen. Werkzeugtäschchen noch dran. Ist ja noch Werkzeug drin. Der Knochen, der original Knochen. Wie aussieht der Hakenschlüssel auch. Ja, das werde ich jetzt wohl mal hinten in den Ständer nehmen und mir mal angucken. Gut. Es darf gepumpt werden. Tja, gut, okay, alles klar. Also beide Reifen müssen erneuert werden. So ist es halt. Mann, ey. Der ist durch, der beult. Hier, kann man sehen, ne? Wild. Seht ihr, wie der sich verwirft? Jetzt nicht die Felge, jetzt der Reifen. Und der hier ist gerissen. Da. Lagerspiel ist auch drin. Das ist das Problem. So kann ich die Räder nicht verkaufen. Naja. Die Leute wollen ja schon mehr, wollen 30 Euro haben, wenn man kauft für das Rad. Aber das ist eigentlich ein schönes Rad, lohnt sich auch aufzubauen und jetzt haben wir lang schnacken. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt für mich tatsächlich hier Geld drin zu stecken, wenn ihr sagt. Und ob ich es einfach so weggebe wie das. Bremse wissen wir, ist Oil. Dicht vorne müsste gemacht werden. Naja, okay. Licht vorne gucken wir mal. Kriegen wir vielleicht hin.
eBay hat sich gemeldet. Tatsächlich, ja, weil ja diese Ding habe ich ja gestern schon erzählt im gestrigen Blog, dass ich 1600 Euro für immer nach Taiwan bezahlt habe. Obwohl ich das ja nicht wollte. Ich wollte halt so schnell wie möglich auch melden, weil der Kollege dann nicht mehr angemeldet war, auf einmal bei eBay. Und man weiß ja nicht, wie lange das dauert, bis dann auf einmal auch der Geld weg ist. Eingefroren, wie auch immer. Ich wollte schon meckern hier. Wer kommt hier hin ohne Erlaubnis? Du kommst hier rein ohne Erlaubnis. Oder was Erlaubnis? Ich will noch kurz ein bisschen einkaufen. Also, Rossmann so scheint sich erholt zu haben. Das Einzige, was sie nicht hatten, war. Toilettenpapier. Nee, hatten sie. Auch viel. Die Küchenrollen hatten sie nicht. Ja, okay. Aber ansonsten war alles da und auch die Auswahl schon. Und. Ein bisschen laut gerade. Hör ich jetzt? Ja. Achtung, nochmal. Okay. Nee, ist Risikopatient. Ja, Marlies ist jetzt Risikopatient. Oh Mann, ich weiß auch nicht. Ich komme auf keinen grünen Zweig hier noch mit unserem Rumi-Krebel. Mein Auge ist halt auch wieder ganz schlimm, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen von der Infusion. Ich habe mir jetzt in der Apotheke doch Tränenflüssigkeit gekauft. Das hole ich aber alles später zusammen. Ich wollte jetzt nicht so ein, zwei, drei Sachen mitnehmen und den Rest, und dann komme ich total durcheinander. Es war so viel. Ich habe in der Apotheke über 50 Euro bezahlt an Rezeptgebühren. Echt? Mhm. Hast du Geld mitgenommen? Ich habe mir die EC-Karte jetzt bezahlt. Okay. Puh. Was das sonst kostet? Na immer. Die Dinger kosten eigentlich. Kabelbinder. Siehst du wieder was vergessen? Kabelbinder halt. Okay, Marlies. Ich könnte dir irgendwie helfen. Was halt Geld verdienen? Ich werde abstehen. Also das Beschränken auf morgens und abends. Zum Aufwachen und zum Einschlafen, aber nicht mehr in der Nacht. Und tagsüber das Rumgehampel geht auch nicht. Hauptsache, was? Ist jemand da? Nee, automatischer AB. Nee, ich bin leider. So, der automatische AB. Automatische AB. Ich glaube, wo ich auch geredet habe. Ja. Also minimal, das musst du mir nicht erklären. Das habe ich bei Dr. Haus gesehen, das ist so schrecklich. Bei sowas muss ich sofort wegschreiben. Der ist ja wie? Der Vater ist wie? Exakt. Horrorfilme. Kann damit nach wunderbar schlafen gehen, ja? Aber sobald es um Medizin geht. Medizin und realistisch halt so, wa? Ist er weg. Horror ist ja. Horror ist ja. Alte Kette. Ich hab's verkehrt, Thomas. Das ist so der GAU für jeden Mediziner wahrscheinlich gewesen in den Anfang 2000ern, wenn die Leute. Dr. House, wissen Sie. Oh, Emergency Room, ER. Ja, dann machen die das ja am Fließband, diese Untersuchung. Bei Dr. House finde ich ja noch, ist es ja noch ein bisschen geiler, weil es auf die Krankheiten Emergency Room, das war ja so. Ja, das ist eher so die schönen Ärzte im genau. Vordergrund. Und ihren, genau. Mhm. Und klar, es ist doch sehr fachlich alles. Ja, ist super fachlich, genau. Und super erklärt. Und das gefällt mir an dieser neuen Serie tatsächlich auch hier, die schwarze Liste, weil das so realistisch ist. So, das sind die ich verwende hier. Die Dinger.
CGX SL und LEX Schaltzüge. Teuer, teuer! Perfekt. Super. Naja. Jetzt kommt hier noch das Vorderrad getauscht. Ja, ich kann, das nicht so anbieten, das Rad. Das funktioniert nicht. Ich kann das nicht hier so im Kopf, so wie das für ein Fuffi oder 40 oder so. Nee, dafür ist es auch zu schade. Das ist ja ein schönes Diamantrad. Neue Reifen, tut ja kein weh. Wenigstens neue Reifen. Also mal ein fettes Lob an die ganzen Zusteller, dass das eigentlich alles noch recht gut läuft. Und also muss man ja auch mal sagen, in der Krise hier, die wir haben, das läuft. Ansonsten könnte jeder von uns, nehme ich mal an, sein Gewerbe, seine Sachen, seine Geschäfte nicht mehr abwickeln. Also wenn das nicht wäre, wären wir schon lange aufgeschmissen. Wir können ja nicht mal eben mal nebenan gehen und sagen hier, gib mir mal dies, gib mir mal das. Wir bestellen ja alles mittlerweile von weit her. Und es kommt, wird geliefert, ist gut und die sind voll, die Zusteller. Die haben richtig zu ackern. Also die Paketzusteller, die hängen voll mit Paketen, die Autos bis unter die Dächer. Das war ja vorher schon schlimm mit Amazon und Co. War ja schon schlimm, aber jetzt in der Krise ist das nochmal fetter. Okay, und drin damit. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich meinen Laden aufmachen kann. Und trotz Corona alles am Laufen bleibt. Dank der Post, Hermes, GLS, UPS, FedEx, TNT. Und so weiter. Super, haben wir. Das Ganze läuft mehr oder weniger. Das ist halt so. Ein Wimpel hier vorne ruf und dann wäre es jetzt auch. Nächste Rad hat einen Autounfall. Also ich möchte löten. Also ich ziehe jetzt nur noch hier die Decke ab und dann werden wir mal schauen. Alright, einmal kaputt. Alter, vorbereitet. Next ist Tommy hier, Fahrradladen. Ja, moin. Ja, das war wegen der Rahmenhöhe, wollte der Kollege wissen. Ist ja richtig. Aber wie gesagt, das Ganze hat mit mir ja nichts zu tun. Deswegen, ich mische mich da auch ja nicht groß ein. Das ist deine Entscheidung.
und ja. Okay, musst du mal gucken, dann musst du das jetzt mit dem klären, weil der kommt ja jetzt extra her, um sich den Draht anzugucken von dir. Gut, bis dann, ciao, ciao. Oh ja, alle kein Geld, immer kein Geld, kein Geld, morgen, morgen, nur nicht heute. Kein Geld für dies, kein Geld für das, hab ich auch nicht. Muss auch mal heute bezahlen. Der ist teuer, der Junge. Zeigen hier, Publikum. Hey, guck dich das mal an. So sieht das aus hier. Gute Zeit. Ich würde aber einen zweiten Schlauch wechseln hier und dann.
Mücken. Fliegen. Aber fliege, fliege. Okay, 25 Euro heute, ist nicht so dolle, wenn jetzt nicht der Verkauf von dem Rad gewesen wäre, dann wäre das echt ein bisschen mau. Gott sei Dank habe ich das mal verkauft dann. So, habe ich wenigstens fast den Einkauf drin. Okay, ich mache hier noch fertig, aber ich mache die Tür voran. Das kann ich jetzt hier so nicht hängen lassen, halt. So halb fertig, das mag ich nicht. Bremszug mache ich noch neu schnell, weil der ging nicht. Bremse habe ich gerichtet, Bremskörper selbst. Und ohne Bremse, wie gesagt, wollte ich ja dieses Jahr eh machen. Ohne funktionierende Bremse verlässt hier kein Rad den Laden. Next haben wir nicht mehr. So, das war's für heute. Also, das Ding ist fertig. Den rufe ich jetzt auch noch an. Auch noch. Den anderen rufe ich jetzt auch noch mal an. Und guck mal, vielleicht sieht der jetzt auch noch mal an. Schöner Auftrag hier in Rom.